Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Lost Ark Video. Und zwar geht es heute in Rowan um die Aussichtspunkte. Wir fangen im Video bei dem Reißzahnfluss an in der Stadt. Und zwar geht es hier vom Treeporter in der Stadt direkt nach Osten. An dem Backenhörnchen vorbei nach Süden. Und hier kann man einen Wachturm erklimmen in der Ecke. Genau hier unten. Und tada, siehe da. Oben bei dem Wachturm ist ein Aussichtspunkt, wo man die Aussicht genießen kann von der Stadt. Also ist der genau hier unten, das ist der erste Aussichtspunkt beim Reißzahnfluss. Dann kommen wir weiter zum zweiten. Dafür benutzen wir natürlich mal wieder schnell einen Treeporter. Und zwar müssen wir ins Felsenkriegerdorf. Den Aussichtspunkt haben vielleicht einige von euch schon, weil man den tatsächlich, nachdem man die Quest hier gemacht hat, relativ einfach einsammeln kann. Wenn nicht, zeige ich euch, wo dieser sitzt. Und zwar ist der genau hier oben. Der gibt euch einen relativ starken Out-of-the-Map-Ausblick auf Berge und das Gebiet hier oben, wie ihr seht. Ganz, ganz viele Berge. Da oben. Der nächste ist in der 7-Meilen-Grenzmine. Das heißt, wir machen wieder einen Treeporter-Move. Und zwar geht es von hier aus in die Mine rein. Und hier gibt es so eine, ich sag mal, alte Ruine mitten in der Mine. Und da ist ein Aussichtspunkt. Den aktivieren wir jetzt auch mal fix. Und dann sieht man einfach nur kurz, ich hätte gerade gesagt, die Ruine von oben mit dem Banditencamp mittendrin. Dann haben wir jetzt 3 von 4 in dem Gebiet und der nächste, der ist hier hinten zur Isla-Mine hin. Aber der ist relativ am Anfang jetzt schon, weil direkt, wenn wir jetzt hier in die Mine kommen, geht's nach Süden und da ist er direkt. Er ist halt hier vorne direkt am Eingang, also sehr nah am Treeporter, kein weiter Weg, den man dafür gehen muss. Super schnell gefunden. Und das gibt euch jetzt so einen kleinen Überblick in das Vorlager der Mine, weil es halt im Endeffekt nicht die Mine hinten an sich zeigt, sondern nur das Vorlager. Dann haben wir 4 Aussichtspunkte, danach geht es weiter in die Wolfslande. Wir fangen mal im Süden an. Vom Treeporter aus ist der nächste einfach nach Norden, aber da sind halt die Felsen im Weg. Dementsprechend gehen wir mal einmal kurz um die Felsen rum. Und der ist hier oben. Genau hier nördlich vom Treeporter auf der Sternschnuppenebene. Wir müssen mal kurz den Mob töten. Und er zeigt uns jetzt dieses schöne Loch im Ebenenstück. Krater von Meteoriten nehme ich an, wenn das Sternschnuppenebene heißt. Das ist der 5. Danach geht es in den Unterschlupf. Weil auch der Unterschlupf hat einen Aussichtspunkt, der ist mitten in der Stadt drin, genau hier oben, neben dem Gemischtwaren-Totem. Der zeigt euch halt diesen hübschen Baum im Unterschlupf. Und für den letzten müssen wir jetzt ein Stück laufen.
Dafür müssen wir nämlich ganz, ganz weit hier hinten zur heiligen Klippe. Zur heiligen Klippe in den Wolfslanden. Geht ihr hier so eine Böschung runter und dann ist der auf der rechten Seite. Genau hier. Das ist Aussichtspunkt Nummer 7. Da seht ihr nochmal diese ganzen eisigen Klippen hier oben, auf denen wir uns befinden. So, und die letzten beiden sind bei den großen Ebenen in Fraktionsgebiet. Die habe ich schon im Mokoko-Video gezeigt, aber wir nehmen sie natürlich trotzdem der Vollständigkeit hier nochmal auf, weil nicht jeder von euch hat vielleicht das Mokoko-Video von mir gesehen. Hier müssen wir jetzt das Schlachthaus benutzen. Und zwar ist der eine bei der Mokoko hier rechts vom Triporter und der andere ist oben beim Triporter von den Libertante. Also die sind relativ mittig, dementsprechend sind die relativ gut zu beschreiben, auch so, aber wir gehen natürlich hin und zeigen die genaue Position. Der eine ist genau hier, das ist ein bisschen östlich von der Mokoko auf der Praigeli-Ebene. Der ist natürlich ein bisschen besser versteckt als der nördliche, einfach neben so einer Tanne. Der zeigt den Ausblick aufs Rote Camp. Das ist eigentlich ein echt cooler, eine echt coole Weitsicht. Also das sind schon eindrucksvoll rausgezoomte Bilder. Und der andere, der ist halt so nah am Triporter von den Libertanten, den kannst du nicht verfehlen. Hier muss ich natürlich aufpassen, dass ich ihn überhaupt anklicken darf. Der ist halt genau südlich von dem Treeporter. Direkt neben der Mokoko. Und er macht natürlich jetzt das Gegenteilige, ne? Der zeigt euch jetzt das blaue Gebiet. Eindrucksvoll. So. Dann porten wir uns mal schnell zurück. Und an der Stelle hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye bye, macht's gut.